Sollte doch liegen bleiben. Eine lebendige Ratte wagt es, den Schlaf der Toten zu stören. Ein diebischer Narr beleidigt die Heiligkeit der Gräber, der Blutsteinschänder. Wo ist er? Wer seid ihr? Als ich noch lebte, hab ich geschuftet, um diesen heiligen Boden zu pflegen. Im Tod schütze ich ihn vor Schändern und Wilderern. Ich schütze das Erbe von Ziziel und vernichte seine Verräter. Na, der hast du aber schön versagt. Blutstein? Ich nehme an, ihr seid zum reinen Vergnügen zwischen den heiligen Gräbern herumgeschlichen. Ich nehme an, ihr wartet nicht hinter den Schätzen der Toten hier, hä? Ich traf ein Trio aus seltsamen, in Rom gekleideten Männern vor dem Eingang zum Grab. Sie scheinen einen Edelstein in ihrem Besitz zu haben. Wirklich seltsam. In Rom gekleidet? Eure Tricks werden euch nicht vor der Vergeltung retten, Betrüger. Der Blutstein übergibt ihn mir jetzt und ich werde euch ein gnädiges, schnelles Ende bereiten. Ich bin da mal weg. Lauft ruhig weg, Schänder. Welchen Weg ihr auch wählt, er führt euch zum Grab. Ist er sich da wirklich sicher? Das Einzige, was ich einsetzen kann, ist ein Nahkampf. Okay, gleich nochmal. Jo. Scarlet, meine hübsche. Achso, ich bin ja am Ende. Scarlet, raufhauen. Scarlet, aufhauen. Okay, Runde zu Ende. Aua. Nochmal Aua. Umhergetastet bei Anwendung von ihr könnt mich mal. Ey, aufs Maul. Nochmal aufs Maul. Und nochmal aufs Maul. Auch nicht. So, Scarlet darf. Ey. Scarlet darf über angreifen. Und tothauen. Und den darfst du auch wohl angreifen. Lauf mal weiter. Na, was willst du tun? Hergetastet bei Unterkühlung. Ist jetzt mal auf die Schnauze. Genau, so muss das sein. Und nochmal auf die Schnauze. Aha. Zwei Aktionspunkte gespart. Und jetzt du. Hau ihn tot. Ja, sauber. Dünner Goldbecher. Nutzt aber schön. Verkauft ihn. Achso, noch Scarlet eingesammelt. Naja, macht nichts. So. Was haben wir hier? Here lies Master Radjiquin's second apprentice. Killed by dying. Gestorben durch Sterben. Ja. Gut. Dann laufen wir mal hier weiter. Wie viel Haltbarkeit hat unsere Waffe denn? 38 von 80. Das ist aber ehrlich gesagt gar nicht schön. Ich kann ja auch noch nicht reparieren. Ich habe noch keine weiteren Waffen gefunden. Ich habe auch keine Lust, hier auf Faustkampf zu gehen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin hier oben gelandet. Okay. Bibius, betrunken. Keine Sicht. Ich kann hier unten nicht weiterlaufen. Halt, wir wollen bitte mal hier weiterschauen. Irgendwas übersehen haben. Wir können noch da, wir können aber auch noch mal hier reinschauen. Ich kann alles erkunden. Oh, noch eine Muschel. Ihr habt einen Wegpunkt entdeckt, der sehr ermöglicht schnelles Reisen zwischen den Wegpunkten, die ihr bisher gefunden habt. Oh. Seid hier, Südstrand. Hier sind noch Kisten. Ich
Da war ein Seil drin. Zutat. Oh. Erkundung, ihr habt eine Schaufel gefunden. Wenn ihr einen sonderbaren Hügel findet, könnt ihr vielleicht etwas ausgraben. Einen sonderbaren Hügel? Haben wir hier rein zufällig gleich einen in der Nähe? Weil, wie viele Muscheln gibt es denn hier? Einen sonderbaren Hügel? Ist hier vielleicht tutorial-technisch noch ein anderer sonderbarer... Woe is me. Dry air, my sorry lord. Oh, mighty ocean. How I hat mit uns gesprochen. Seht, seht, ein Wanderer kommt zu mir. Er geht auf dem Sand, auf dem diese arme Muschel leiden muss. Wer seid ihr, Herr Muschel? Er nennt mich Ischmuschel. Sohn der See, ausgestoßen auf diesen erbärmlichen Gestanden. Eine Muschel im Exil, dazu verdammt unter einem trockenen Himmelszelt zu leben, anstatt im heimischen, liebevollen Wasser. Natürlich kann ich sprechen. Seid nicht albern. Ich habe mehr Zunge als Herz. Eigentlich sollte ich überrascht sein, denn ich erinnere mich noch an Zeiten, als eure Vorfahren sich von Ast zu Ast schwangen und sich gegenseitig das Ungeziefer aus dem Fell rupften. Ja, ist richtig. Ihr scheint nicht gerade mit Freude an Vergangenheit zu denken. Die Zeit ist eine gutmütige Herrin für diejenigen, die glückliche Stunden verbringen. Aber für den, der Leid erfährt, wird es zu einer trägen Rapier. Oh, ich erinnere mich an alte Zeiten, denn ich liege hier seit der Antike, als die Ruinen, die uns umgeben, noch Paläste waren und die sonnenleichten Toten fröhliche Kinder. Was? Die sonnengebleichten Toten fröhlichen Kinder? Hä? All dies habe ich gesehen, lebendig allein. Leider. Ihr seid also verdammt. Mein Schicksal ist grausam, das versichere ich euch. Wie viele Protznasen haben mich in ihre schmutzigen kleinen Ohren gehalten, um zu behaupten, sie können das Meer hören. Natürlich hören sie es, diese Balgen. Wir befinden uns hier genau am Rand der großen Wassermutter, deren Umarmung ich so verzweifelt herbeisehne. Wir sehen euch also nach der Umarmung der See. Ja. Shellshock. Die erste Errungenschaft, die wir freigeschaltet haben. Ja, ja, ich König der Perlen, sehne mich danach, wieder auf dem Korallenthron zu ruhen. Werft mich ins Wasser, schleudert mich so weit ihr könnt und ich lasse euch längst versunkene Schätze zuteile werden. Ich soll jetzt entscheiden, was ich mit euch geschehen soll? Was sagt ihr, freundlicher Ritter? Werdet ihr dem König der Perlen die See zurückgeben, damit er euch den längst verloren geglaubten Schatz geben kann? Güte ist sich selbst Belohnung genug und obendrein gibt es auch noch ein paar Schätze zu bergen. Werfen wir es mehr. König der Perlen, sagt ihr, hört sich lukrativ an. Wir sollten ihnen einen ortsansässigen Händler feilbieten. Nein, wir sind gut. Einverstanden. Möge er in seinen angestandenen Heimat zurückkehren. Befreier, gütiger Wohltäter, werft mich ins Meer. The sea. The sea. I have returned, where every wave feels like a mermaid's kiss. May the bounty of the deep be yours, along with my eternal gratitude. Naja, jeweils 100 XP. Und eine Truhe mit alter Holzschild, Gegenstand Stufe 2, Blocken, 2% Bewegung. Minus 0,18. Haltbarkeit 50 von 50. Erfordert Stärke 6. Gold 56. Wir hätten das Ding wahrscheinlich verkaufen sollen.
Das Ding hat mit mir gesprochen. Ich dachte schon die ganze Zeit, dass die Muscheln mit mir reden. So, von hier kommen wir ja überall. Oh, was ist denn der jetzt ein bisschen am Ruckeln? Das heißt, wir gehen wieder hier zurück. Ja, mehr haben wir hier nicht. Hier haben wir das Portal. Einen komischen Hügel findet, dann könnt ihr dort schaufeln. Benutzen. All that digging and there's nothing here. Wenn ihr einen komischen Hügel findet, meint ihr, das Graben würde hier sich lohnen? Schaufelt im Endeffekt. All that digging and there's nothing here. Nichts zu finden. Einen eigenartigen Hügel. Was könnte das? Ja. Vielleicht finden wir ja gleich noch irgendwas zum Graben. Laufen wir mal hier entlang. Oh, da ist noch eine Muschel. Jetzt will ich aber mal eben was gucken. Nutzen 3 Aktionspunkte. Senden an Scarlet. Okay. Öffnen. Nutzen, um zu konsumieren. Benutzen. Wasser, 5%. Durch Wurschel plus 5 verringert den Schaden, den ihr durch wasserbasierte Angriffe erleidet. Ey. Ach so, hält aber auch, ist aber nicht von Dauer, okay. Okay, 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 alles klar. Das sind also Kurzattribute. Hier graben, naja, mitten auf dem Felsen graben, ist glaube ich irgendwie auch sinnvoll. Was weiß ich, wo ich denn graben kann? Einen komischen Hügel seht, könnt ihr dort graben. Ja, was ist denn ein komischer Hügel? Kann ich da graben? Bringt mir das was? Nee, ich kann auch nur neben die Muschel laufen. Halt, ihr braucht gar nicht weiterlaufen. Ach, ein komischer Hügel. Das ist damit gemeint. Die Erde sieht so aus, als ob jemand vor kurzem etwas vergraben hat. Wenn ihr eine Schaufel habt, könnt ihr damit graben. Ja. Blocken 2%. Der andere hat aber... Was waren beide 2%? Scarlet, was hast du für ein Schild? Naja, gut. Ausrüsten bringt einen Aktionspunkt. Ja. Warum denn nicht? Kann Scarlet gerne haben. Haben wir hier noch mehr komische Sandhaufen? Muss ich jetzt überall gucken, ob ich nochmal komische Sandhaufen finde? Was ist denn der jetzt eigentlich so am Ruckeln, wenn ich hier umher arbeite? Ja, wahrscheinlich sind hier keine komischen Sandhaufen mehr. Wollen wir doch mal zu diesen Betrunkenen... Das Kochbuch, das liegt... Ey! Ihr könnt mit beinahe allen... Ihr könnt mit beinahe allen Charakteren handeln. Benutzt das Diamantsymbol im Dialogfeld, um zu handeln. Mal ganz ehrlich, was seid denn ihr eigentlich so besoffen? Ey, das ist ja schon schlimm. Handeln. Sie haben 18 Gold. Wer's schmilzt? Ein Handwerksbuch benutzen, um zu lesen. Ich würde mal sagen... Angebotspreis einmal 33 Gold. Ich will euer Gold. Ich will dieses Buch. 66 Gold. Einmal ein Gold. Ja, warum auch nicht? Es ist ein Topf zum Kochen. 71. Irgendwas mit 3? Eigentlich nichts, ne?
Kann ich das aufteilen? Drei. Dann haben wir genau 74. Die Muscheln hier haben mir ja nichts gebracht. Die kann ich einfach nur verkaufen. Gold für ein gleichwertiges Angebot hinzufügen. Oh, Gegenstände reparieren. Gegenstände identifizieren. Ja. Gegenstände reparieren. Bogen des Quellenjägers zu reparieren, wird euch 6 Gold kosten. Seid ihr sicher, dass ich das für euch tun soll? Ja. Ich bitte doch darum. Keine Bewegung. Ockgesocks. Niemand schleicht sich einfach so an der Legion vorbei. Ja. Ruhigt euch. Junius. Ihr seht nicht aus wie einer von diesen Orks. Er hat ein eigenes Horn auf dem Kopf. Hä? Haltet einfach euren Mund, Bibius. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wir haben geschworen, Sidiel zu beschützen. Also der scheint nicht ganz betrunken zu sein. Wer seid denn ihr? Wir sind natürlich Legionäre auf der Suche nach Orks. Denn die haben vom Meer aus angegriffen. Nur die Götter wissen, warum sie das tun. Aber wir bleiben Standard. Wir von der Legion, die Befreier von Rivion. Würde ich einfach mal so behaupten. Oh, ich hoffe, dass das gerade nicht zu laut war im Mikrofon. Befreier des Alkohols sind wir auch. Oder alter Kumpel. Oder Ich habe keine Ahnung, wie ich das imitieren soll. Seid einfach ruhig. Ja, Bibios. Ihr seid also Befreier, ja? Ja, ein Ausdruck für einen Wachhund. Denn genau das tun wir ja. Auf die Hunde aufpassen, die sich gegenseitig an die Kehle springen und sie voneinander fernhalten. Und zwar mit dem Schwert. Die beste Methode, um einen verschlagenen Hund zu beruhigen, ist ihn zu kastrieren. Hä? Geld her, Eier ab. Das Motto der Legion. Das ist ja ein richtig geiles Motto. Haltet einfach die Klappe, Bibios! Anscheinend hat er jetzt schon einen kleinen Umtrunk. Was? Schon mal Wache gehalten. Stunde um Stunde. Auf dem Ausguck. Gestanden, zu Tode gelangweilt. Die Langeweile ist ein Dämon, mein Freund. Und Schnaps ist der Dämonjäger. Ach, der Dämonjäger. Ich bin schon zu betrunken. Ich erkläre hiermit, dass es für diesen Jäger eine Zeit ist, noch einmal zuzuschlagen. Juhu. Ich würde euch gerne noch ein paar Fragen stellen. Was wollt ihr denn wissen? Was das Ratsmitglied Jake angeht. Ihr seid ein... Wer redet nach? Bibius. Ihr seid also auf der Suche nach Jake. Ich fürchte, da kommt ihr zu spät. Der ist tot. Ermordet. Was könnt ihr mir über den Mord von... Mord an Jake sagen? Viel mehr kann ich euch nicht erzählen. Außer vielleicht noch, dass er mit dem Gesicht in einer Blutlache gefunden wurde. Die sein eigener Köter als Wasserdampf benutzte. Und ich sagte, das war seine Frau. Und ich wette, eine Flasche Weinbrand. Dass sie damit richtig liegen, ein teuflisches Schlittchen. Als ob das irgendwas beweist. Haltet einfach die Klappe. Ja, Bibius. Was hat es mit den Orks auf sich? Diese barbarischen Bastarde. Sie töten deine Frau und essen deine Kinder. Wir haben einen Kampf mit ihnen angezettelt. Aber jeder ihrer Finger ist stark wie ein Ochse. Man braucht eine ganze Armee, um auch nur ein Dutzend von ihnen zu erledigen. Naja, wir haben eine Legion mitgebracht. Haltet einfach die Luft an, Bibius. Ich glaube, wir sind in der Nähe von Sisiel. Sisiel, ja? Wo die Säuleute zum Leben hingehen. Und die Hunde zum Sterben. Zu welcher Gruppe gehört ihr?
Haltet einfach mal die Klappe, Bibios! Also, Fremder, wenn ihr nach Ziziel wollt, seid ihr auf dem richtigen Weg. Allerdings versuchen die meisten zurzeit eher aus dieser Fufu-Stadt fortzukommen. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Dort ist... Naja, der Ort ist verflucht, sag ich euch. Zuerst steigen die Toten aus ihren Gräbern und dann blasen ganze Orkstämme in ihre Kriegshörner. Ja. Da haben andere schon wegen weniger angefangen zu saufen. Ich bin denn mal weg. Moment, nicht so schnell. Ihr seid vielleicht kein Ork, aber das heißt noch lange nicht, dass ich euch traue. Wer sagt denn, dass ihr kein Spion seid? Kommt, ich bringe euch zum Zauberer. Er wird die Wahrheit schon irgendwie aus euch herausquetschen. Ich brauche keine Eskorte und es reicht keine Betrunkene. Und erst recht keine Betrunkene. Lasst mich in Ruhe oder kämpft gegen mich. Ja, da haben wir jetzt die Wahl, ob wir uns zum Zauberer bringen lassen wollen. Ehrlich gesagt habe ich aber gerade keine Lust, hier abzuhauen, weil hier nämlich ein Buch liegt. Wisst ihr, was ich einfach mal versuche? Ich werde ihn mal drohen. Und gegen mich dazu. Ihr beide seid eine Schande für eure Uniform. Ach nee. Entschuldigung. Und gegen mich dazu. Ihr seid eine Schande für eure Uniform. Okay, also Frauenstimmen nachmachen kann ich nicht so wirklich. Ich werde mal ein bisschen versuchen, so charakterbetonte Stimmen zu machen. Wenn ich da mal so hin und wieder nicht so ganz mit hinhaue oder wie auch immer, dann nehmt es mir nicht übel. Aber Betonung ist nicht so einfach. Mit den Orks im Bunde, was? Da bereitet euch auf die Begegnung mit der Legion vor. Gut. An dieser Stelle werde ich einmal speichern. Da mache ich mal einen schönen Cliffhanger. Und zwar werde ich die Aufnahme hier beenden. Kurz vor dem Kampf an der Brücke, die etwas eigenartig aussieht, wie aus einem Schiffswrack. Und ich würde einfach mal behaupten, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dementsprechend Lob und Kritik gibt. Was kann verbessert werden? Was ist ganz gut? Und vielleicht ja, zum Spiel selber vielleicht dann auch noch, auf was ich achten soll. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Verabschiede mich. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.